Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Vita Cola Basketball-Blog. Das zweite Heimspiel der Saison ist gerade passiert. Der zweite Heimsieg der Saison ist ebenso passiert. Neben mir steht der Co-Trainer der Niners, Kai Buchmann. Kai, den Tabellenführer so aus der Halle zu fegen, habt ihr sicherlich nicht erwartet, oder? Ja, da muss ich dich erstmal berichtigen, die waren Zweiter. Ja, aber die sind ungeschlagen gewesen und wir sind selber ein wenig überrascht. Freudig überrascht, dass wir so ein gutes Spiel heute geliefert haben. Allerdings sind die Enger, haben sich heute auch unter Wert verkauft. Wenn die so gespielt hätten, hätten die nicht 3 Siege in Folge gehabt. Ja, aber wir sind glücklich. Glaube ich. Nun gab es ja heute einen Spieler, der ziemlich hervorgestochen hat. Brandon Robinson macht 36 Punkte. Das haben wir hier in Chemnitz nicht mehr gesehen seit Kendrick Brooks, glaube ich, vor 8 Jahren oder wann. Was sagst du zu seiner Leistung? Kann man ja nur loben heute, oder? Auf jeden Fall. Der Brandon ist halt jemand, von dem wir uns das erhofft haben, als wir ihn hergeholt haben. Arbeitet hart im Training, er ist ein ganz toller Teammate. Es freut mich umso mehr für ihn, weil er halt ein feiner Kerl ist, wie alle Jungs bei uns im Team. Aber er ist halt auch jemand, der auch immer Verantwortung übernimmt. Manchmal sieht es ein bisschen wild aus, aber wie es so schön heißt, ein Werfer muss halt werfen. Und der hat dort alles gemacht, hat auch versucht, die Leute einzubinden, holt immer viele Rebounds. Also es ist schon, ist ein guter Junge und wir freuen uns, dass er hier ist. Also er war definitiv on fire heute. On fire. Drei Würfe hat er, glaube ich, daneben geworfen. Das ist nicht viel. Nee, aber da muss er noch dran arbeiten. Das ist richtig, ja, muss er besser werden. Vielleicht noch eine kleine Frage zu Dominik Bassel. Dominik Bassel war vor der Saison bestimmt nicht so eingeplant, wie es jetzt passiert ist. Bestimmt aufgrund der Verletzung von Hendrik Bellscheid. Wie siehst du denn seine Leistung bisher in der Saison? Also junge deutsche Spieler müssen nochmal zwei Dinge können. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber die dürfen halt nicht wehtun, weil sie noch jung sind und sie müssen verteidigen. Und er bringt beides. Er ist souverän auf dem Feld, obwohl er noch so jung ist. Er verteidigt sehr intensiv, passieren natürlich Fehler, aber er ist immer da. Und deswegen hat er auch verdient zu spielen. Wir hoffen, dass er sich weiter akklimatisiert, dass er auch bei dem Sascha in der zweiten Mannschaft, da kriegt er sehr viel Verantwortung, da spielt er auch sehr, sehr viel und dass er das auch weiterhin darf und sich darüber auch ein bisschen offensiv entwickelt. Und ich glaube, da haben wir einen tollen Jungen hier im Programm, der auch auf jeden Fall verdient hat, dass man ihm mehr spielen lässt. Ja. Die jungen Spieler mehr spielen lassen ist jetzt auch mit einer von deiner Aufgaben. Du bist seit dieser Saison bei den Niners als Co-Trainer, letztes Jahr Cheftrainer noch in der Pro B. Was hat dich dazu bewogen, jetzt den Schritt quasi wieder ins zweite Glied zu gehen, aber eine Liga höher zu agieren? Na, ich glaube, dass eine Entwicklung als Trainer nie abgeschlossen ist. Und ich wollte unbedingt in eine höhere Liga, um mir dort anzuschauen, was dort passiert. Ich verstehe mich mit dem Felix sehr gut, schätze ihn sehr als Trainer und muss auch sagen, der macht einen outstanding Job. Das ist einfach unfassbar, wie gut er mit den Jungs arbeitet. Er stellt die Spieler toll ein, er hat einen guten Draht zu den Jungs. Ich bin sehr froh, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir beide funktionieren auch gut als Trainerteam. Und dann ein anderer Grund war natürlich auch die tolle Atmosphäre. Es ist wirklich ein Traum, hier in Chemnitz das Heimteam sein zu dürfen. Die ganze Liga ist professioneller. Ich bin sehr zufrieden. In Stahnsdorf waren sehr viele Dinge sehr gut, die mich auch immer sehr glücklich gemacht haben. Aber ich bereue den Schritt hierher nicht. Und ja, das sind so eigentlich so ein bisschen die Gründe, warum ich jetzt hier bin. Nun geht es ja nächste Woche für euch nach Paderborn. Da treffen einige Niners-Spieler den Philipp Stachula wieder als ehemaligen Chemnitzer. Was glaubst du, was ist da für euch drin? Der vierte Sieg in Folge? Naja, nun war es ja letzte Saison so, dass wir... Ich sag mal wir, aber ich fühle mich jetzt halt schon als Niners, dass das letztes Jahr die Mannschaft halt auswärts sehr wenig gewinnen konnte. Ich glaube, dass Paderborn ganz schwer wird. Paderborn fängt jetzt an, Selbstvertrauen zu sammeln. Ich glaube, die haben die letzten beiden Spiele gewonnen jetzt. Wir werden uns darauf maximal vorbereiten, wir werden den Gegner sehr ernst nehmen und wir gehen mit einer Menge Respekt in die Auswärtsspiele, weil es immer was ganz anderes. Ja, zu Hause wirst du getragen von den Fans, auswärts musst du dich immer selbst neu erfinden. Also wir gehen da mit viel Respekt hin, wir wollen aber natürlich weiter gewinnen. Ganz klare Ansage, weil wir uns auch als gute Mannschaft in der Pro A sehen. Ja, das auf jeden Fall. Also hoffen wir, dass die 2 Punkte wieder mit nach Chemnitz zurückfahren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Heimspiel wieder zum Vita Cola Basketball-Block. Bis dahin, macht's gut.